Einen wunderschönen guten Morgen hier zurück. Heißt guten Morgen, ja. Ich habe jetzt gerade Morgen hier zurück zu einer weiteren Folge Stranded Alien Dawn. Ja, ich bin wieder am Start. Hoffe ich, dass es jetzt auch erstmal so bleibt. Ich bin zwar, ich höre es in meiner Stimme noch ein bisschen erkältet. Aber nichtsdestotrotz will ich mal versuchen, wieder ein bisschen was aufzunehmen, ob direkt alle Projekte kommen. Ja, das weiß ich noch nicht so. Kommt drauf an, wie sich meine Stimme gleich gibt, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Irgendwie ist da die Lampe so ein bisschen doof. Ein bisschen, weiß ich auch nicht. Muss mir nochmal was einfallen lassen. Gut, ja, eine Sache noch bitte vorweg. Ich will jetzt nicht um irgendwelche Abos oder sonst irgendwas betteln, aber ich sehe halt immer so, dass ungefähr 80% der Leute, die meine Videos gucken, noch nicht abonniert haben. Super noch gefallen und Leute, abonniert den Kanal. Es ist kostenlos. So, und das war ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und ich würde sagen, let's go. Wir legen wieder los. Ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin, wo ich jetzt hier stehen geblieben bin. Ne? Das ist natürlich jetzt relativ schwierig für mich, hier wieder reinzukommen. Also wir haben diese ganzen Viecher hier, die müssen wir hier mal wegbutschern. Das ist natürlich hier so nah. Und wir müssen nochmal diese ganzen Viecher hier wegkriegen. Ne? Wir müssen hier nochmal ein Zäunchen drum setzen. Wir brauchen viel mehr Holz und einfach viel zu tun hier. Aber ansonsten, ja, wir müssen mal gucken. Wir haben jetzt soweit alles fertig gebaut. Und ich würde jetzt ganz gerne eigentlich nochmal ein zweites Häuschen bauen, wo wir die ganzen Forschungstische reinbauen. Wo wir eine Küche reinbauen, wo die dann auch mal im Warmen mal essen können. Das wäre vielleicht, glaube ich, auch mal gar nicht so schlecht. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und wir nehmen mal ein Stone-Dingen. Und ja, wir müssen jetzt, wie gesagt, eine zweite Hütte bauen. Aber ist die Frage, wo bauen wir die Hütte hin? Weil hier haben wir nochmal so eine Absturzstelle. Ich würde da ganz gerne auch so ein bisschen Platz lassen, ne? Aber ich weiß nicht, ob zu groß vielleicht ein bisschen zu doof ist. Warte mal, mal zugucken hier. Wie kann ich da nochmal Chain for the Use Z und X Keys? Ah, okay. Jetzt dieselbe Höhe. Ja, das hat jetzt dieselbe Höhe. Machen wir mal 1, 2, 3, 4 mal frei. Jetzt hängt meine Maus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 4. Machen wir einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie groß ich das machen soll. Es müsste ja eigentlich ein bisschen größer werden. Wir brauchen 450 Steine dafür. Wenn wir 8 mal 12 machen. Aufteilen machen wir das Ganze dann später, würde ich sagen. Machen wir das mal so. Und dann machen wir einfach mal hier die Treppe hin. Gut, jetzt brauchen wir natürlich Steine, ne? Dann das ist Eisen. Stone. Warte mal, da können wir doch hier Orders. Nein. Machen wir die erstmal weg und dann gucken wir mal, was wir dann dementsprechend noch an Steinchen dann haben. Ansonsten geht es den Jungs und Mädels eigentlich soweit ganz gut. Wir haben auf jeden Fall genug Essen da. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie es dann jetzt ein bisschen weitergeht, ne? Weil ich würde ganz gerne mal gucken, dass wir tatsächlich alles mal hier reinkriegen. Hier vorne müssen wir eventuell, was ich gerade sehe, nochmal Light and Heat. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Heizung bauen. Aber ist die Frage, baue ich eine Heizung hier komplett in jeden Raum rein? Ich glaube, ich probiere das einfach mal, dass ich da einfach mal eine Heizung in jeden Raum reinbaue. Ich vermute mal, dass das ein bisschen sinniger ist wahrscheinlich. Aber da müssen wir mal gucken. Und wir brauchen dafür noch 13 Scrap Metal. Haben wir denn noch? Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Das ist Stein. Stein. Hier haben wir Ore. Das ist Stein. Da ist nochmal Ore. Das ist Stein. Das kann man schlecht auseinanderhalten jetzt.
Da ist auch nochmal Eisen. Haben wir nochmal 60. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir das hier natürlich auch nochmal mit rankriegen. Das heißt, sie haben natürlich genug zu tun. Ja, wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir uns aus allen Richtungen natürlich auch nochmal so ein bisschen verteidigen, ne? Aber was haben wir jetzt hier für eine Temperatur? Mal hier haben wir 0 Grad. Aber ist so die Frage, wenn man der macht, was brauchen die Dinger denn? Die brauchen 4 Strom. So, und wenn ich jetzt hier so eine Windturbine, die macht 40. So eine Lampe macht 1, glaube ich. Verbraucht 1, glaube ich, ne? Oder wir gucken mal ganz kurz. Light and Heat. Ja. So, da könnten wir doch eigentlich. Ja. Oder wir machen das anders. Pass mal auf, jetzt sind die Jungs ja fleißig zugange. Dass wir. Light and Heat. Wall Lamp. Wenn wir da mal eine hinsetzen. Und wenn wir da mal eine hinsetzen. So, er macht auf jeden Fall schon mal das fertig. Das ist schon mal ganz gut. Also Strom ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Liegt schon mal ordentlich was geladen. Das ist schon mal ganz witzig. Wichtig. So. Irgendwie hatte ich ein bisschen. So, so ist besser. So. Hypothermia. Was heißt Hypothermia? Guck mal hier, die braucht unbedingt Hosen, ey. Haben wir denn Hosen da? Ja, wir hätten eine Hose da. Aber ich glaube, die tauschen die hinterher selbstständig, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Ja, guck mal, da erkürzt sie jetzt eine neue Hose. Das ist schon mal ganz gut. So. Nimmt schon mal langsam Form an. Ja, das ist schon mal gut. Aber wir brauchen dringend mehr Steine. Weil dann machen wir da nämlich die ganzen Forschungstische nämlich rein und sowas alles. Dann können wir das hier nämlich dann ein bisschen mehr später noch auch wieder abreißen und als Lager umbauen. Dann machen wir hier nämlich auch noch eine kleine Hütte hin. Aber wichtig ist, die braucht ja dann auch drin irgendwo mal was, wo die sich dann mal aufwärmen können, ne? So, sie bringt jetzt die letzten 50 Steine rüber. 188 fehlen, nein. Warum läuft die in Unter? Warum hat die keine Hose an? Hauptsache, die läuft ja einfach in Unterhose rum. Zack, so. Ja, das sieht doch ganz gut aus. T-Shirt. Und okay, jetzt müssen wir noch Jacken herstellen. Hat lieber kein T-Shirt darunter. Mann. So, was stellen wir denn jetzt hier? Not enough resources. Was brauchen wir denn dafür? Clothes. Hätten wir 91 am Start. Aber dann müssen wir erstmal das Veggie-Leder herstellen. Das Veggie-Leder, Craft. Können wir hier herstellen. Machen wir mal 40 Stück. Und schieben das mal nach oben.
Ja, wir brauchen eindeutig mal ein bisschen mehr Personal hier, ne? Sonst wird das echt schwierig, glaube ich. So, sie spielt eine Runde Dart. So, was holt er jetzt da raus? Ah, mega nice. 53 Scrap Metal, geil. Mega. So läuft das. So. So, was ist jetzt die Frage? Wie kriegen wir das jetzt hin? Limit reached. Achso, warte mal, wir können ja hier. 10, 20, 30. 40. Oh, mal 4. Okay, da werden dann gleich schon mal wieder ein Ding hergestellt. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, wir sind natürlich mitten im Winter. Das heißt, wir brauchen hier natürlich, wie gesagt, noch die Heizung. Die müssen wir noch fertig machen. Aber das dauert natürlich jetzt halt ein bisschen, ne? Bis wir die Sachen da fertig haben. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Activities. Also, Handle. 2, 2, 2. Jack ist unser Dingens. Wir müssen das bei Jack, glaube ich, mal auf die 1 setzen. Dass der sich dann in erster Linie darum kümmert. Genau. Das ist ein bisschen besser verteilt. Kriegen wir das ein bisschen besser hin. So, Construction Heater. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dann die Temperatur hier nach oben geht. Nämlich jetzt hier 3 Grad drin. So, jetzt läuft die Heizung. Burn off. Ist jetzt die Frage. Ah, guck mal, es heizt sich jetzt langsam auf. Wir haben jetzt schon mal 5 Grad. Da sind 3 Grad, da sind 6 Grad. Also es heizt sich auf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, dann hätten wir das hier nämlich auch schon mal weg, ne? Dann könnte man das nämlich, Jo, Hauptsache sie schmeißt ihn erstmal mit Schneebällen ab. Wie ist sie denn drauf? Kleine Schneeballschlacht unter Freunden hier, oder was? Das wird schon Research. So, haben wir jetzt momentan an Research eigentlich irgendwas hier raus. So, das wäre jetzt ein Kühlschrank. Leder Armor, Automated Turrets. Veggie Armor, das wäre natürlich auch gar nicht so schlecht. Irgendwas müssen wir ja vor. Oil Extraction. Ja, wir könnten mal das Oil, das brauchen maximal 6 Stunden. Komm, das nehmen wir mal mit rein. Bisschen was müssen wir ja machen. Eine Snowman. Yo, genau. Machen wir dann Schneemann. Ist okay. So, was haben wir jetzt? Guck mal, jetzt haben wir 7 Grad. Es dauert aber echt eine Zeit.
Aber vielleicht machen wir das Ding hier mal zu. Will, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne, dass die Temperatur auch da drin bleibt. Ansonsten heizt es ja, glaube ich, hier auch mit auf, ne? Jetzt 4 Grad. Macht natürlich keiner zu, ne? War ja klar. So, komm, lassen wir jetzt mal ein bisschen schneller laufen hier. Warum decken die denn nicht zu? Ja, das wird dann nicht wärmer. Strom an sich wird gut produziert, das ist kein Problem. Sollen wir jetzt 1 Uhr, 2 Uhr? Ja. Also ich vermute mal, es ist einfach kalt in den Hütten. Also wir müssen gucken, dass wir das echt fertig, dass wir die Dinger echt fertig kriegen. Waiting to be close. Lass uns die dann hier auch mal zumachen. Die machen wir dann im Sommer wieder offen. So, jetzt haben wir schon mal zweite Heizung, dritte Heizung. Glaube ich schon mal ganz gut. So, dann haben wir wieder Scrap Metal. Sehr gut. Hier läuft's ganz gut. Research Oil Extraction. Okay, mal jetzt mal ein bisschen langsamer. Ja, die müssen jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt erstmal hier das Grundgerüst fertig kriegen hier. Sonst wird das nämlich nichts hier. Das Problem. Oil Press. Okay, da können wir dann Öl herstellen. So, alle schön am Craften, sie ist am Kochen. So, jetzt fehlt nur noch Stein. So, was für eine Temperatur haben wir jetzt hier? 18 Grad, guck mal, so läuft das doch. 21 Grad, 17 Grad, 8 Grad. Perfekt. Die sind jetzt alle zu, ne? Ja, perfekt. Das heißt, sie haben jetzt hier einen schönen warmen Schlafraum. Das ist schon mal sehr gut. Latina Reach Cooking 3, das ist auch schon mal sehr gut. Und lassen wir mal ein bisschen langsamer laufen hier. Wie weit ist er jetzt hier? 3 von 6. Dann haben wir das auch gleich weg. Aber wir können das hier jetzt erstmal kurz abbrechen. Wir brauchen jetzt gerade kein Scrap Metal. Sollen wir lieber meinen gehen. Wir brauchen nämlich Schweine. Aber das Ore können wir abbrechen. Das brauchen wir erstmal nicht. Sondern eher die Steine sind wichtig. So. Und schneller laufen lassen. Cold Snap. Outside Temperature 8 Grad lower. Using the crops. Start losing health. The temperature becomes. Ich und mein Englisch, ne? Das geht gar nicht. Jo, sie ballert wieder alles kaputt. Das Ding, er schläft, läuft bei ihm 25 Grad, 20 Grad, 25 Grad. Ah, die Heizung leert sich langsam, ne? Die Heizung, die Batterie. Also wir sollten vielleicht nochmal schauen, dass wir vielleicht nochmal ein zweites Windrad aufbauen. Power.
machen 40 mal. Aber dabei die Frage, was sind ich das? Ich weiß nicht, ob die Dinger irgendwie einen Radius haben oder so. Haben die einen Radius oder so? Nee, ne? Eigentlich nicht. Also könnte ich ja eigentlich rein theoretisch da noch eins hinsetzen. Das soll dann die Batterie natürlich auch wieder geladen kriegen. Weiß man, wir müssen jetzt bedenken, ne? Wir haben jetzt die Lampe, vier Lampen, sechs Lampen, verbrauchen sechs. Ja, dann haben wir hier 16, sind wir bei 22. Und eins davon macht hier. Ja, die machen momentan, produzieren die 8. Das ist natürlich immer so ein bisschen windabhängig, ne? Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. So, jetzt brauchen wir noch davon. Davon ist noch missing. Okay, warte mal. Ist das hier drüben, ne? Was? Machen wir mal die beiden. Na, jetzt hast du wieder in die Falle gelaufen. Yep. 16 Grad, 17 Grad. Warum ist das jetzt so kalt? Kurios? Kurios. Let's explore. Habe ich keine Zeit für. Okay, dann geht das schon mal cutten. Das ist schon mal sehr gut. So, wie gesagt, Nahrung und so weiter. Daran hapert es jetzt gerade nicht. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Dingens für. Fehlen noch 4. Eisendinger. Aber auch gleich fertig. So, sie ist am Kochen. Sie craftet ein paar Schuhe. Die macht den Stoff. Jack geht wieder cutten. Wobei, wir haben genug, ne? Warte mal, dann können wir das hier abbrechen. Dann machen wir das raus. Haben wir ja gerade genug. Dann soll er mal lieber Stein machen. Genau. Also wenn wir das erste Jahr überlebt haben, ich glaube, dann mache ich 3 Kreuzzeichen. Ne? Dann können wir nämlich mal anfangen, hier die Base ein bisschen mehr abzusichern. Warum ballert der da drauf? Ist der irre oder was? Da fehlen noch 268. Können wir jetzt mal gucken nochmal. Wir gucken einfach mal. Fehlt ja sowieso dann später noch ein ganzer Haufen mehr, wir brauchen noch viel mehr Holz. Das reicht ja dann auch nicht. Die Batterie hält sich aber relativ konstant. Aber wenn die jetzt gleich fertig ist. Aber wir brauchen, glaube ich, noch mal Jacken, ne? Wir haben hier zu wenig Jacken. Ja. Nur mal gucken, warte mal. Das sind die Hosen. Die können wir, glaube ich, jetzt erstmal rausnehmen. Ein Shirt. Kann auch ruhig mal fertig machen, warte mal. Blue Jacket. Coat. Nehmen wir raus.
Glück. Genau, für alles irgendwas da. Aber dann kann sie das ja in Ruhe fertig machen und dann... So, jetzt haben wir schon mal 90 Steine mehr, das ist schon mal gut. Läuft. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir dann das Grundgerüst hier fertig kriegen, dass wir dann vielleicht ein bisschen mehr Holz cutten. Und in der Hoffnung, dass wir auf jeden Fall den Winter überleben werden. Zumindest haben wir jetzt schon mal in den Wohn- oder den Schlafräumen zumindest schon mal ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Temperatur. Also hier haben wir so 7, 8 Grad, das ist auch nicht gut. Aber hier hinten ist halt ein bisschen mehr Platz drin, also ein bisschen mehr Temperatur drin. Und ja, dann würde ich mal gucken, dass wir in der nächsten Folge so ein bisschen das Grundgerüst schon mal fertig kriegen, dass wir da vielleicht dann auch später dann die Küche und die ganzen Labortische schon mal da reinpacken, dass wir da auch eine Heizung reinkriegen und dass die dann auch mal da drin essen können. Und dann würde ich dann später mal gucken, ob wir dann nicht hier oben vielleicht in dem Bereich ein kleines Lager aufbauen, dass wir hier unten in dem Bereich ein bisschen anderweitig dann nutzen können. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall hier vorne nochmal vernünftig absichern, dass wir da nicht so viel, ja, falls wir dann angegriffen werden von irgendwelchen Viechern, müssen wir uns hier natürlich auch dann nochmal absichern. Aber das würde ich sagen, da gucken wir einfach mal. Und das würde ich sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, denkt dran, es kostet nichts. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.